Also mein Name ist Michel Lindenberg. Ich bin Gründer und heute Geschäftsführer von Stay Friends. Ich will mir sparen, viel über Stay Friends zu erzählen. Ich glaube, jeder hat uns schon mal irgendwie gesehen, ein paar sind vielleicht auch registriert bei uns. Gegründet oder die Idee von Stay Friends ist vor 12 Jahren entstanden. Seit etwas mehr als 11 Jahren sind wir jetzt online. Wir sind knapp 100 Mitarbeiter, haben etwas über 20 Millionen Umsatz, verdienen auch ein bisschen was dabei und mehr unterwegs dann. Ich habe meinen Vortrag unter den Titel gestellt, Wachsen, aber wie? Also wie war das bei Stay Friends eigentlich? Und ich hoffe, ich gestalte das so, dass Sie etwas mitnehmen können davon. Andersrum. So. Müssten wir nochmal die da unten, okay. Also ein Mittel zu wachsen, wenn man mal so eine Idee hat und die Zeit ist mal online, ist natürlich irgendwie Marketing einzusetzen. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht, hat sich aber im Laufe der Zeit ganz schön geändert. Denn Online-Marketing, ist das eigentlich das Gleiche wie Banner schalten? Haben wir ja schon ein bisschen gehört. Nee, nicht nur. Dann gibt es ja auch viele neue Schlagworte. So Display-Advertising hat sich irgendwie überholt. Heute muss man eine Menge Social Media machen. Wir machen das auch. Kann Ihnen ein bisschen was davon erzählen. Und wenn man es einmal gefunden hat, wie das für das eigene Produkt geht, ist das dann eigentlich die Methode, die eben funktioniert, die man ab da an immer weitermachen kann. Und die Frage, die man sich auch stellen kann, also wenn ich Ihnen jetzt mein Patentrezept erzähle, ist das das Gleiche, was bei Ihnen allen funktioniert? Ich erzähle das nicht einfach so abstrakt, ich erzähle es an unserer eigenen Geschichte. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben Stay Friends auf den Weg gebracht mit ein paar Zutaten. Was mich fasziniert hat damals, war, dass die Idee so unglaublich simpel ist. Man bringt einfach viele Leute auf eine Plattform, die sich an ihrer ehemaligen Schule registrieren unter Angabe ihrer aktuellen Kontaktdaten und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wenn die Klassen sich so nach und nach füllen, dann kann man eben wieder in Kontakt treten und an geeigneter Stelle müssten wir halt mal sagen, dass dafür auch noch ein bisschen Geld fällig wird. Wir selber hatten übrigens wenig, als wir die Idee auf den Start gebracht haben, weil Marketing erschien mir auch gar nicht so furchtbar wichtig. Das geht ja durch Weitersagen. Der Erste meldet sich an, findet das eine unheimlich coole Idee, sympathisch, sagt es dem Nächsten weiter. Wie man Webseiten baut, das wusste ich damals schon von meinem Vorgängerunternehmen. Ich habe die WWL Internet AG mitgegründet und wir haben für ein paar Unternehmen, die Quelle zum Beispiel, also an uns lag es nicht, nicht nur, mit betreut mit dem Internetauftritt. Was ich, glaube ich, so als Charaktereigenschaften mitbringe, ich habe eine Menge Ausdauer, ich kann an sowas über Jahre dranbleiben. Was mich auch noch auszeichnet, anders als Sie wahrscheinlich, von Marketing verstehe ich nichts oder wenig. Ich verstehe aber von Excel eine ganze Menge. Das ist in Online-Marketing fast wichtiger, als was von Marketing zu verstehen. Also 2002 ging es los, im August am 8. ging die Zeit online. Und die Wachstums- und Marketing-Idee war ja schon klar, weitersagen. Die Seite ist also so simpel wie, da kommt jemand, registriert sich, wird einer unserer Nutzer. Bei der Gelegenheit erzählt das den anderen da draußen weiter, die melden sich auch an, werden auch unsere Nutzer. So nach und nach füllt sich also das Verzeichnis und man weiß ja, über 6 Hubs kennt jeder jeden und irgendwann, also über 6 Hubs ist dann auch der Schulfreund mal dabei. Und was ich außer Acht gelassen habe, also dass es eine Sache ist, die man leider nicht weitererzählt, wenn man sich gerade eben durch so einen Registrierprozess gearbeitet hat und dann ist man der Erste in der Schule. Ich meine, das ist ja so eine lausige Experience, dass man jetzt nicht sagt, das muss ich auch wirklich jedem weitersagen, sondern man sagt es eben nicht weiter. Und im Ergebnis, ich hatte damals eine Menge Leute um mich versammelt, die mitgeholfen haben, es auf die Beine zu stellen und wir haben es geschafft am ersten Tag, dass ich etwa 100 registriert haben und die haben es ungefähr 70 weitergesagt und die ungefähr 40 und bei 1000 war Schluss nach etwa 10 Tagen. Dann
ging die Laune ein bisschen dahin. Ein paar PR-Geschichten haben geholfen, haben das immer wieder so ein bisschen angefacht, aber richtig viel war es nicht. Von August bis Weihnachten haben sich ziemlich genau 20.000 Menschen registriert. An 73.000 Schulen, da ahnen Sie ja, wie viele Schulfreunde man wiederfindet. Das hat also nicht geklappt. 2003 dann eine neue Idee. Und zwar, ich hatte damals also die Idee, ich rufe ein paar an, die auch so Netzwerke gestartet hatten, auch die Liga 10 bis 20.000 registrierte User hatten. Und ich habe gedacht, wenn wir alle zusammenschmeißen, sind wir schon 100.000, dann könnte es mal zünden. Tatsächlich war da ein entscheidendes Telefonat dabei. Der eine hat zu mir gesagt, was, 15.000 User? Nein, ich habe viel mehr. Die anderen, die sich registriert haben, die habe ich noch im Mail-Postfach. Sag ich, wie denn das? Ja, die registrieren sich, die submitten eine Form und das landet bei mir als Mail und die trage ich dann immer wieder in das Verzeichnis ein, durch HTML, also in statische HTML-Seiten. Und dann habe ich gesagt, wieso machen Sie das denn? Und er sagt, ja, weil dadurch entsteht so ein statisches HTML-Gerüst meiner Site und die indiziert Google und wenn jemand nach einem Personennamen sucht und er findet ihn bei mir, dann registriert er sich auch. Und Sie ahnen schon, das nennt man SEO, aber damals gab es diesen Begriff noch überhaupt nicht. Und da hatte ich mir gedacht, Mensch, es muss doch möglich sein, so zu tun, als wenn man statische Seiten hätte, indem man da eine HTML-Änderung hinten dran hängt. Und in Wahrheit ist es trotzdem über ein kleines Mapping, ein PHP-Request und der rendert halt so ein Verzeichnis raus. Und das haben wir also gebaut und das hat irgendwie einen Monat gedauert oder sowas, das fix und fertig zu machen, passierte nichts. Noch einen Monat, passierte immer noch nichts. Und auf einmal kam Google vorbei. Das dauerte damals ja immer ungefähr 6 Wochen, hieß damals Google Dance irgendwie. Und als die dann wieder aufgegriffen worden sind, dann kamen auf einmal 100 Leute am Tag und noch ein paar mehr und noch ein paar mehr. Innerhalb eines Monats kamen 1.000 Registrierungen am Tag, die diesem Telefonat zu verdanken sind. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und da fing es also tatsächlich richtig an. Also Prinzip ist ja, glaube ich, schon verstanden. Wir haben also die Nutzer in so ein öffentliches Verzeichnis gelegt. Wenn jemand nachgesucht hat in Google, tauchten wir im Suchergebnis auf. Jemand wollte mit dem Nutzer Kontakt aufnehmen, musste sich selbst registrieren. Unser öffentliches Verzeichnis fing an zu wachsen und mit immer mehr Leuten waren immer mehr Suchergebnisse und man konnte überhaupt eintippen, was man wollte. Es kam immer Statements, weil es gab überhaupt keinen einzigen anderen, der sowas Ähnliches gemacht hätte, so viele Namen indizieren zu lassen. War eine Hammerstrategie und ich würde auch heute noch, also wir kriegen heute nicht mehr 1.000 Leute pro Tag dadurch und das, also wir haben 1.000 Leute 10 Jahre lang bekommen. Heute sind es irgendwie noch 700. Aber also Tag für Tag Registrierung dadurch. Also SEO, es gibt nichts Wichtigeres. Ups. Und nächster Schritt. Ups. 2004 dann haben wir noch ein bisschen Druck gemacht. 1.000 Leute am Tag ist natürlich schon ein Wort, aber das reicht nicht, weil also tatsächlich fängt man an, Geld zu verdienen, wenn man 1 Million User hat in unserem Bereich. Das ist ja nicht kein allgemeines Statement. Und 1.000 pro Tag, dann dauert auch 1 Million lange. Also ich komme ja nachher noch dazu, wie man Geld auftreibt. Also mir ist es nämlich nicht gelungen, deshalb haben wir das Unternehmen kaufen lassen 2004 im Januar durch Classmates, die genau das gleiche Geschäftsmodell in Amerika betreiben. Und die haben gesagt, jetzt nimmt mal ein bisschen Marketinggeld in die Hand, Leute, sonst wird das hier nichts. Und das war dann also einfaches Verfahren. Sie ahnen das ja schon. Wir haben also ein bisschen Werbung gekauft, Display und so weiter, AdWords. Die hat Nutzer gebracht, die haben wir im Laufe der Zeit zu Goldmitgliedern gemacht. Das Geld von den Goldmitgliedern haben wir genommen und haben daraus Werbung gekauft. Und irgendwann dreht sich ja schnell genug, dann ist sogar ein bisschen was für Gehälter übrig geblieben. Und wir waren da extrem aggressiv. Will heißen, wir haben für einen neuen Nutzer waren wir bereit, so viel zu zahlen, wie wir innerhalb eines Jahres mit dem verdienen. Das geben wir einfach im Vorfeld aus. Also wenn ein Nutzer Bezahlmitglied wird, das gesamte erste Jahr geben wir raus. Erst im zweiten Jahr verdienen wir den ersten Cent dran. Was wir immer extrem genau wussten ist, wie viel dürfen wir für einen Nutzer bezahlen? Also wie viel darf einer kosten? Von einer bestimmten Altersgruppe, von einer bestimmten Herkunftsquelle. Und wir sind
Wir haben immer gesagt, es kommt auf Verdrängung da draußen an. Also wir müssen mehr für den Banner ausgeben, als irgendjemand anders für den Quadratpixel ausgibt. Und dafür ist natürlich wichtig, wie weit darf man gehen. Ja? Und wir haben also alles Geld, was wir gehabt haben, da immer wieder reingesteckt, um mehr Geschwindigkeit aufzunehmen. Inklusive dem Startkapital. Das kombiniert mit SEO, das füllt das Verzeichnis und SEO springt auch mehr an. Schöne Sache. 2007 ging es also weiter. Da war es dann spannend. Also 2002 gegründet, 2007 sprang mal mehr Geld ab in einem Monat, als wir ausgegeben haben. Wir haben also endlich letztlich pro Mitglied mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Also die kritische Masse in den Klassen entstand langsam und jetzt konnte man also quasi völlig ungehemmt Geld ausgeben, wenn man bereit war, aggressiv zu wachsen. Und 2010 läuft also die ganze Maschine auf Hochtouren, weil es ist ein Wahnsinnsding passiert. Wir haben eine Marketingaktivität gemacht, also einen Banner geschaltet. Infolge des Banners hat sich jemand registriert. Es hat ein paar Tage gedauert, bis der zum Bezahlmitglied geworden ist. Wir haben das Geld von der Bank eingezogen. Wir hatten das Geld schon auf dem Konto. Dann hat der den Banner ausgespielt hat, der hat gesagt, ihr müsst übrigens mal bezahlen. Dann haben wir das Geld genommen, was wir gerade von dem User gekriegt haben, haben ein bisschen was von abgegeben. Also wir haben noch nicht mal mehr ein Cashflow-Problem gehabt. So direkt kam das Geld zurück. Und wie soll man sagen, also das Geld haben wir alles ins Marketing gesteckt und wenn das erste Renewal fällig war, dann war es für unsere Tasche. Also ein Jahr später. Und 2011 haben wir dann Folgendes gemacht. Das Unternehmen hat sich entsprechend gut entwickelt. Wir haben guten Umsatz gehabt und auch eine extrem tolle Marge dabei. Geh mal weg. Allerdings, genau in diesem Jahr hörte es dann auch leider wieder auf. Wir haben also den höchsten Bestand unserer Bezahlmitglieder gehabt und wir waren in eine Sättigung geraten, die es nicht mehr erlaubt hat, dass wir so viele neue Bezahlmitglieder hinzufügen, wie uns von den Subscribern wieder wegfallen. Und warum? Insgesamt konnte man sehen, die Effizienz der Internetwerbung sinkt deutlich. Also früher, also ich glaube, alle Leute verstehen bestens, wie man Banner ausblendet als Nutzer. Immer mehr Banner befinden sich auf der gleichen Zeit. Jeder Einzelne kriegt weniger Aufmerksamkeit und Klickrate. Also wir haben mal seinerzeit, als Spiegel im ersten Jahr gerade die Hockeysticks, also Spiegel Online die Hockeysticks eingeführt hatte, da hatten wir mal so einen ganzen Tag so einen Hockeystick gekauft. Also da konnte man mit so einem Hockeystick an einem Tag 10.000 Klicks einsammeln und eine Conversion von 20% plus erreichen. So, also von sowas kann man ja heute nur mal träumen. Ja? Also insgesamt geht die Internetwerbung, die Effizienz von jedem einzelnen Banner runter. Wir haben so viel Werbung geschaltet, dass wir manche Portale einfach leer gefischt haben. Und dann unsere Value Proposition hat natürlich auch ein kleines Problem. Schulfreunde wiederfinden kann man auch auf einer anderen Plattform. Das macht es auch nicht gerade leichter. In der Konsequenz werden also die Werbekosten höher pro User. Wir kriegen weniger Basismitglieder rein, die so die ganze Trommel am Laufen halten. Und entsprechend weniger Mitglieder sind da, die Goldmitglieder werden können. Nicht so schön. Also in der Konsequenz, unser Motor beginnt etwas zu stottern, würde ich es mal ausdrücken. Was also tun? Und 2012 dann also ein neuer Plan. Social Media gibt es ja. Wir haben also ein paar Nutzer, die könnten doch Einladungen auf Facebook posten, um ihre Facebook-Freunde nachzuziehen. Und das ist ja, gilt nicht immer so leicht, aber für Stay Friends eine klasse Sache, weil, also wenn sich jemand von Facebook bei Stay Friends registriert, also über seinen Facebook Connect, dann können wir uns den Zugriff auf seine Freundesliste erlauben lassen. In seiner Freundesliste können wir die Ausbildungshistorie der Freunde nachgucken. Wir sehen also, wer war an der gleichen Schule von den Facebook-Freunden wie der gerade bei uns durch die Tür gekommen ist und können ihm sagen, willst du nicht diese Schulfreunde noch hinterherziehen? Netterweise posten wir in deinem Auftrag auch auf deren Wall. Wenn die darauf klicken, sind sie auch bei uns und wenn die kommen, dann fragen wir deren Freunde, die ahnen schon. Tolle Sache. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Wir haben das kopiert von jemand,
eine Firma namens Schoolfeed in Amerika, die unsere Muttergesellschaft auch gekauft hat. Und ich darf so viel sagen, die haben diesen viralen Mechanismus so gut hingekriegt, dass sie es geschafft haben, in Bestzeiten 400.000 Registrierungen pro Tag einzusammeln. Ja? Also 400.000 Registrierungen pro Tag. Damit ist man auch in Facebook eine große Nummer. Da kommt man dann immerhin schon so unter die Top 3 Facebook-Apps. Ja? Also das ist wirklich völlig ungebremstes virales Wachstum. Also wir haben diesen Mechanismus versucht zu kopieren. Naja, das kann man ja auch so weitertreiben. Man kann ja nicht nur mit den Facebook-Einladungen was tun. Man kann ja auch andere Aktivitäten, die Facebook-connected Nutzer bei uns machen. Auch das kann zu Posts führen. Irgendjemand hat ein neues Klassenfoto hochgestellt. Das posten wir. Leute kommen zurück, müssen sich dabei wieder bei uns registrieren. Also ich kann, wir machen auch normale Facebook-Werbung. Aber ich kann nur sagen, es ist ein ziemlich interessantes Vehikel, solche Sachen sich auszudenken. Es ist nicht einfach zu implementieren. Es ist ein extrem teures Unterfangen für uns gewesen, weil wir nicht damit gerechnet haben, wie häufig Facebook Kleinigkeiten ändert, die diese virale Engine immer wieder kaputt kriegen. Immerhin sind wir trotzdem in so einen Zustand gekommen, dass wir in Frankreich zum Beispiel, klappt es besonders gut, zurzeit etwa 3.000 Registrierungen am Tag durch diesen Mechanismus hinkriegen. Also es ist nah an der Viralität. Im Moment klappt es sogar so gut, dass es jeden Tag ein bisschen wächst. Mal sehen, ob ich das in der Woche noch sagen würde, aber das ist eben eine extrem dynamische Sache. Facebook greift auch ganz bewusst immer wieder in den Prozess ein, wenn ihnen Leute zu stark werden. Unsere Kollegen von Schoolfeed konkret sind abgeschaltet worden, deren sind sozusagen alle Facebook-Connects invalidiert worden und die Firma als solches ist damit, der ist einfach der Stecker gezogen. Facebook hat uns sich auch mit uns getroffen und gesagt, sie werden das nicht wieder anschalten, ihnen reicht es jetzt. Ja. So haben sie es nicht gedacht, dass jemand sich Zugang zu so vielen Facebook-Nutzern verschafft. Genau, das kann man ja auch alles kombinieren. Das ist ja das Schöne dran, also SEO und Online-Marketing und Facebook kann ja alles prima ineinander greifen. Wir fahren also die ganzen Strategien entsprechend kombiniert. Das ist wahrscheinlich bis dahin so ein ganz eigener, ich sag's mal, unser ganz eigener Weg, für verschiedene Dinge in verschiedenen Zeiträumen unseres Wachstums verschieden stark zu priorisieren. Ich kann insgesamt nur sagen, dass wir haben vorhin von ECPC gehört, oder also die grundsätzliche Frage, was darf ich für einen Klick, was darf ich für 1000 Impressions, was darf ich für einen User ausgeben, war immer die zentrale. Und wir haben frei nach diesem altbekannten Henry Ford Prinzip so die Hälfte des Marketinggeldes ist verschwendet, wenn ich nur wüsste, welche. Das ist bei Online-Marketing ja einfach nicht so. Man kann immer wieder die schlechter investierte Hälfte nehmen und sie in die bessere Maßnahme stecken und die immer noch weiter treiben. Ja. Das Ganze ist aber auch verbunden mit Geld ausgeben können. Wir waren in der Lage, das zu tun. Ich will Ihnen ein bisschen erzählen, wie das bei uns jeweils war, mit dem an das Geld rankommen. Ich habe hier geschrieben, bei mir, weil ich Stay Friends dabei verlasse und auch meine anderen Unternehmungen, die ich so im Laufe der Zeit probiert habe, damit einfließen lasse. Also, ich kann mal vorne rein sagen, ich glaube, ich habe mit einer Menge VCs gesprochen in meinem Leben. Auf die ganz klassische Weise, wie ich das gehört, so mit Businessplan, Wettbewerb und Schmus, habe ich nie einen rumgekriegt, mir Geld zu geben. Ja. Ich habe ohne Ausnahme festgestellt, auch bei Unternehmen, die ich kenne, es hat immer viel, viel länger gedauert, als man gedacht hat. Also wenn man gehofft hat, dass morgen das VC-Geld kommt, dann musste man noch ein Jahr aushalten. Ja. Also mein erstes Unternehmen, was ich direkt nach dem Studium gegründet habe, hieß... Sie merken ja schon so ein Pattern, B&L Impulssoftware, das L steht für Lindenberg. Ja. Warum habe ich das eigentlich gegründet? Ich wollte unbedingt selbstständig sein, ist ja auch ein klasse Motiv. Und was haben wir gemacht? Softwareentwicklung und so ein bisschen ein Produkt, aber auch insbesondere so pro Stunde abgerechnet. Ja. Für sowas braucht man wenig Geld, ist ja klar, man hat sich selber und wenn man nicht so viel zu essen braucht, dann braucht das ja auch nicht viel Geld. Und die Finanzierung ist ganz einfach. Ich glaube, der klassische Weg, den jeder fast nimmt, also Selbstausbeutung, sich selbst wenig Gehalt zahlen, mehr Stunden arbeiten als nötig, vielleicht irgendwie eine richtige Arbeit am Tag machen und dann das, die eigene Unternehmung abends vorantreiben. Ja.
Also das war das, und mehr Geld kam auch nicht dazu, es ging immer nur so. Dann kamen irgendwann zwei ehemalige Studenten, die bei B&L mitgearbeitet hatten, die kamen dann wieder zurück und sagten, Mensch Michel, wir kennen dich doch, du weißt ja, wie man ein Unternehmen macht, wir haben da eine neue Idee. Es gibt da das Internet, zwar 95, ich hatte es noch nie gesehen, aber schon mal gehört. Dann bin ich an die Uni gefahren, habe da das erste Mal das Internet gesehen, whitehouse.org. Ja. Und ich fand es faszinierend und die hatten die Idee, es könnte doch sein, also das kommt bestimmt, das Internet, und irgendwann werden die Seiten so kompliziert sein, dass man, dass die nicht mehr jeder selber machen kann, sondern die haben so dynamische Elemente, da muss man programmieren, das können wir ja, das wäre doch eine Geschäftsidee. Wir haben dann gemerkt, dass das ja gar nicht so leicht ist, weil man muss die Seite ja noch wo hosten, gab es hier in Nürnberg nicht so richtig, dann haben wir halt noch so einen Pop gegründet und dann wurde es auch gleich teuer leider, also weil dazu musste man halt mal einen Router und sowas hinstellen. Und also je mehr sich die Idee entwickelte, desto mehr Geld musste man irgendwie einsetzen. Und am Anfang hat man auch nicht richtig verdient daran. Also wieder der Klassiker, Gehaltsverzicht. Und dann war damals eine super Situation. Man konnte jeder, den man angerufen hat, und gesagt, wir wollen Ihnen eine Internetseite anbieten, 95 wie gesagt, der hat gesagt, kommen Sie mal vorbei, das will ich mal sehen. Also kommt man ein Reisebüro, egal, also jeder wollte das mal sehen. Und wenn man dann da war, dann musste man jetzt erstmal online gehen. Dazu musste man irgendwie eine Telefondose finden, in der meistens eine Telefonanlage steckte. Da hat man dann raus sein Modem rein. Wir waren gerade im Südwestpark und die Telefondose war unter dem Schreibtisch von dem Geschäftsführer des Südwestparks. Und wir krabbelten da irgendwie rum. Kommt sich ein bisschen blöd vor, bis man da endlich in dem Staub diese Dose da gefunden hat. Und während wir da so im Anzug kniend da im Staub, sagte er, sagen Sie mal, könnten Sie eigentlich mehr erreichen, wenn Sie mehr Geld zur Verfügung hätten? Man schlägt erstmal die Tischplatte so, ja, und was denken Sie denn? Mein Bruder war damals mit von der Partie, der ist ein bisschen steifer als ich, und der meinte so, wie meinen Sie das? Wir operieren aus dem Haben. Ja, aber auf jeden Fall hat er gesagt, ich hätte da jemand, der könnte Ihnen helfen. Und soll ich dir mal Bescheid sagen? Und dieser Herr, Herr Dr. Klinger, hatte dann bei uns, mit dem haben wir uns mal getroffen, der hat uns erzählt, wie er seine erste Million verdient hat, und das hat uns echt beeindruckt, aber auf jeden Fall hat er dann mal uns angeguckt. Wir hatten hier 150 Meter von hier unser Büro, das war an der Ecke Ottostraße, Dingsbums, also Einsicht in den Frautorgraben. Also wir haben ihm erstmal die erste Hälfte schon erklärt, warum dieses Büro, aber das gefiel ihm, dass es so ranzig war und so billig. Und dann hat er uns 200.000 überwiesen. Und wir hatten gedacht, jetzt bringt er auch noch ein paar Kontakte mit, der weiß ja, wie man Unternehmen macht. Nie mehr was gehört. 4 Jahre lang, glaube ich, war das. Stimmt das? Naja, ungefähr. Lange kommt es mir vor. Und auf einmal rief er wieder an und sagte, ich habe gesehen, man kann an den neuen, Intershop ist gerade an den neuen Markt gegangen und haben da eine Menge Geld. Gut, obwohl die Verluste machen, sind die an die Börse gegangen. Das können wir da auch, wir machen auch Verluste. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist was anderes, die machen ja Produkte und sowas. Dann haben wir also erst so eine kleine Absage und hat gesagt, das akzeptiere ich nicht, ich will genau wissen, warum wir das nicht können. Und dann während des Schreibens haben wir dann gedacht, oder können wir vielleicht? Und wir sind dann an die Börse gegangen, und um in die Börse zu gehen, musste man also erstmal viele Kredite aufnehmen. Das haben wir dann auch gemacht. Irgendwann habe ich viele Aktien gehabt. Als ich sie verkaufen durfte, hat es leider nur noch für den Urlaub gereicht. Zwischendurch war ich mal virtuell Millionär. Beim nächsten Unternehmen, bei Stay Friends, das war 2002, die Internetblase war gerade geplatzt. Wenn Sie erzählt hätten, Sie wollen für Schulfreunde wiederfinden, brauchen Sie Geld, dann wären Sie, glaube ich, einfach nur ausgelacht worden. Also ich habe das nebenberuflich gemacht, mit vielen Leuten, aus vielen Schulen verteilt, jeder hat ein bisschen was jeden Monat dazugegeben. Und dann sitze ich so in der Aufsichtsratversammlung des vorherigen Unternehmens. Ich war ja mittlerweile, ich habe ja noch ein paar Aktien gehabt, ich war da ja ausgeschieden durch die neuen Investoren, die wollten mich nicht mehr, und sitze ich also so neben dem einen Investor, und er sagt so, na Herr Lindenberg, Mensch, dass Sie auch gekommen sind, was machen Sie denn so? Sag ich, naja, also ich dachte, was Sie interessiert, ist natürlich investieren. Also ich beteilige mich mit dem ehemaligen Chef der Quelle Bank, machen wir zusammen ein Unternehmen, so ein Investment Research Portal. Und ansonsten Feierabend mache ich, Schulfreunde wiederfinden. Und sagt er, oh, das ist ja interessant. Und dann erzähle ich ihm ein bisschen Investment Research. Und sagt er, nein, nicht Investment Research. Diese Schulfreunde-Geschichte.
Wenn Sie da mal Geld brauchen, rufen Sie mich an. Also, oh, pff, wir könnten mal rausgehen. Ja? Und dann sind wir also kurz rausgegangen und habe gesagt, also, das weiß ich jetzt schon, dass ich das brauche. Und naja, also das hat dann eine Woche gedauert oder sowas. Dann hat er 100.000 Euro waren das überwiesen. Ich hatte auch keine Präsentation machen müssen. Er hat es einfach nur gemacht, weil er mich kannte. Ja? Weil er wusste, wenn der Michel was macht, dann macht es so lange, bis es klappt. Das war der einzige Grund. Und weil ihm die Idee gefallen hat. Und er hat es nach dem einen Prinzip gemacht, nämlich, dass ich extrem oft angefunden habe, was ein Wahnsinn, ein Irrsinn war. Er hat immer gesagt, ich gebe genau das Gleiche rein wie du, Michel. Also, wenn du eigentlich 5.000 Euro verdienen könntest und du machst es für 2.000, dann gibst du sozusagen jeden Monat 3.000 rein. Das mache ich auch. Und weil ich das Gleiche mache wie du, gehört mir die Hälfte. Ihr ahnt schon, das ist nicht so der Hammer-Deal. Ja? Aber dafür in einer Woche. Ne? Also das muss man sich gut überlegen, ob man ewig dem Wahnsinnscheck hinterher rennt oder... Also ich habe es genommen. Ja? Und naja, und dann... Achso, genau, hier, nächste Zeile, Verkauf des Unternehmens. Da waren wir so ein bisschen online, die erste Euphorie war vorbei. Dann rief jemand aus England an, Friends Reunited, von denen hatte ich die Idee übrigens in Anführungsstrichen geklaut. Nämlich, ich habe gelesen in der Business Week, oder hieß die Business Week? Egal, 2.0, dass das erfolgreichste Start-up in der Krise in England ist Friends Reunited, die Schulfreunde wiederfinden machen. Keiner verdient mehr Geld und in der Krise besonders, weil Werbeplätze kosten nichts, die kaufen sie alle. Da dachte ich, wow, das könnte ja klappen. Also das war so ein bisschen der Punkt, warum ich gedacht habe, das Geld dahinter, das könnte klappen. Die riefen also an, sind auf uns aufmerksam geworden und wollten uns kaufen. 36.000 haben sie geboten. Ja. Ja, ich dachte, also dafür mache ich es dann doch nicht. Ja. Die anderen waren nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, weil vielleicht ist es das letzte Mal, dass einer 36.000 bietet und morgen sind wir platt. Also ein bisschen auf Risiko. Ja. Dann hat es nochmal 3 Monate gedauert. Dann rief Klaasmitz in Amerika an und meinte, ob ich über einen Verkauf bereit wäre zu reden. Das habe ich dann auch gemacht. Und naja, es kam dann zum Verkauf, aber hauptsächlich nicht, weil die so einen Wahnsinnsbetrag angeboten haben, sondern also mittlerweile Friends Reunited aus England, die Amerikaner, dann T-Online wollte gerade es selber gründen, dann Passado, die hatten sowieso eine Menge Geld und wuchsen 3-mal so stark wie wir und hatten schon 1 Million User Vorsprung. Also für 180.000 habe ich es über den Ladentisch geschoben, ja, Dollar. Naja, davon, das haben wir dann verteilt unter allen, die da mitgemacht haben und dann seitdem gehört mir 0%. Ich bin angestellter Geschäftsführer, Gott sei Dank zahlen die ihre Geschäftsführer ganz ordentlich. Und ja, eine kleine Anekdote noch, es hilft jetzt nicht, wie man Geld kriegt, aber interessant war, dass dieser, der die 100.000 mal gegeben hat, mit dem habe ich mal Kontakt gehalten, man hat ja mal wieder eine Idee und dann braucht man wieder mal 100.000, dann muss man die ja pflegen, solche Kontakte. Und dann rief ich ihn also an, ich traf ihn gerade so auf dem Golfplatz, der ihm selbst gehört, glaube ich, in Österreich. Und dann habe ich ihm so erzählt, wie es gerade so läuft. Und dann sagte er, also beziehungsweise er hat gefragt, wie es gerade so läuft. Und dann sage ich, es war nach dem Verkauf. Also, naja, super, ich meine, wir wachsen jetzt, wir haben jetzt Passado überholt und wir die ersten Leute bezahlen und das ist eigentlich echt. Ne? Und er interessierte sich da immer weiter und dann... Irgendwann sagte er, ja, brauchen wir denn noch mehr Geld? Dann sage ich, wie wir? Es gehört uns doch nicht mehr, wir haben es doch verkauft. Und dann sagte er, wie, wir haben das verkauft? Ja, habe ich sie gefragt, ob sie mehr investieren können, das wollten sie nicht und dann haben wir es halt verkauft. Und hat er gefragt, ja, habe ich meine 100.000 wiedergekriegt? Und dann, na klar, die habe ich ihnen zurücküberwiesen. Ja? Und ich sagte, ja, das ist ja super, das passiert mir nicht oft. Ja? naja, dann hat er auch aufgelegt danach. Ja. Und dann haben wir vor 2,5 Jahren mal wieder ein Unternehmen gegründet. Das Ziel diesmal war, Stay Friends ist jetzt irgendwie so am Deckel angekommen, wo kann man denn noch neue Umsatzquellen erschließen? Da haben wir uns verschiedene Sachen überlegt und eine haben wir auch konkret verfolgt. Wir haben die Firma Abschlusszeit gestartet. Und die Grundidee davon ist, dass wir gesagt haben, naja, also wo entsteht denn Schulnostalgie eigentlich, wenn die Leute gerade so die Schule verlassen und ihre Abi-Zeitung drucken?
Und wir wollten, und dieser typischerweise, das wissen Sie ja wahrscheinlich noch, Anzeigen subventioniert zumindest, also ein Teil des Anzeigenpreises, des Druckpreises versucht man durch Anzeigen, Verkäufe da drin, wie soll man sagen, zu kompensieren. Und dann haben wir gedacht, das ist ja so schwer, wenn man da IKEA anspricht oder Stay Friends zum Beispiel und sagt, Stay Friends, wollt ihr nicht mal eine Werbung in unserer Abi-Zeitung schalten? Dann haben wir meistens gesagt, und das kostet jetzt ein Hunderter, man kann null spüren, ob es das bringt oder nicht, und wird die nachher im Kartoffeldruck oder sowas da reingesetzt, die Anzeige, und dann kommt die Anzeige, die Rechnung auf den Bierdeckel. Das war uns alles nicht so richtig gut. Also haben wir gesagt, nee, so könnte man, wenn wir die Anzeigen akquirieren bei Unternehmen, gehen wir zu einem IKEA oder zu einer irgendeiner Versicherung oder zu jemand, der Abiturienten sucht, die sich statt für Studium für eine Ausbildung bei dem Unternehmen entscheiden zum Beispiel. Genau solche könnten wir ansprechen und könnten ihn anbieten, bundesweit in den deutschen Abi-Zeitungen präsent zu sein. Und naja, so entstand so langsam die Produktidee. Der Kapitalbedarf ist leider relativ erheblich, weil das fängt erst so langsam an zu fliegen, wenn man irgendwie eine relevante Durchdringung des Marktes hat. Der ist extrem fragmentiert, jeder druckt das irgendwie im Hinterhof und so weiter. Also, und wir wollten das ja nicht irgendwie so bauen, dass wir nachher 27 Abi-Zeitungen abwickeln, sondern also unser Anspruch war, der halbe Markt, also jede zweite Abi-Zeitung wird über uns gedruckt. Und deshalb wollen wir da ein bisschen aggressiv rangehen, entsprechend mit viel Marketinggeld. Und naja, finanziert haben wir es aus dem, was wir bei Stay Friends, was so am Monat übrig bleibt, also nicht alles davon, aber und brauchten diesmal also keinen externen Kapitalbedarf, sondern finanzieren das eben aus uns selbst heraus. Und das machen wir jetzt schon zwei volle Saisons lang nach einer Testsaison, und mittlerweile haben wir immerhin eine Marktdurchdringung von über 10% schon erreicht, und wir glauben, dass wir da noch zügig vorankommen. Ja, also was ich nicht aufgeschrieben habe, weil es nicht mein eigenes Unternehmen ist, aber also ich habe schon gesagt, ich bin oft, vielleicht weil ich tatsächlich auch relativ offen bin, Informationen zu scheren, bin schon oft von Leuten angesprochen worden, ob ich mir es nicht angucken kann, ob ich ihnen nicht helfen kann. Ich habe schon eine Menge Kontakte irgendwie hergestellt zu verschiedensten Leuten, aber ich kann nur sagen, also so die ganz klassische Methode habe ich noch nie irgendwo klappen sehen, ja? Ohne sie zu desillusionieren zu wollen, aber ich glaube, man muss kreativ sein, man muss Kontakte pflegen, man muss zu Selbstausbeute bereit sein, auf viele Schultern verteilen und verdammt nochmal nicht aufgeben. Und vielleicht auch, wäre mein Learning, ein Verkauf zur richtigen Zeit kann auch sinnvoll sein. Ich bin, also Stay Friends macht jedes Jahr viele Millionen Gewinn, und ich habe ja gesagt, ich habe es für 180 abgegeben, von dem ich die 100.000 Kredite ausbezahlt habe. Also davon wäre nicht reich geworden. Hat sich jetzt für mich gelohnt? Es könnte irgendwie mein Gewinn sein oder ein erheblicher Teil davon. Und ich glaube, ja, ich hab gut gelebt, und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also Sie haben im Lebenslauf gesehen, ich war nie angestellt, außer jetzt eben als angestellter Geschäftsführer. Aber als es nicht mehr mir gehört hat, hat es sich trotzdem genau noch angefühlt wie mein Baby. Ja? Und es hat sich überhaupt nichts daran geändert, weil meine eigentliche Motivation war immer, ich will das Fliegen sehen. Ja, ich will sehen, dass es nur eine Schulfreundin, die da für eine Plattform Deutschland gibt, und das ist die, an der ich mitgemacht habe, und dass es fliegt, also Geld verdient. Dass das nicht mein Geld ist, was da verdient wird, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und wir haben eine Menge Mitarbeiter heute, ich hoffe, wir haben ein ganz gutes Betriebsklima, und es hat mir einfach, also wie jeden einzelnen Arbeitsplatz, der da entstanden ist, an dem habe ich mich extrem gefreut. Und also, ja, ich glaube, ich verhalte mich heute immer noch so, als wenn es mein Baby ist, und es kommt. Also da auszusteigen ist für mich nie in Frage gekommen. Genau, also ich bin noch ein bisschen da. Sprechen Sie mich gerne an, wenn ich Ihnen noch irgendwas erzählen kann aus dem Nähkästchen. Genau. Gibt es noch Fragen? Ich habe auch keine offen gelassen. Ja, ja. dann. Danke, Klaus.
Danke.